Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Ball Xenoverse. Und ich habe gerade eine Nachricht erhalten, dass... Bin ich das da hinten auf dem Fernseher? Dass ein Event stattfindet. Cool, das bin ich. Hallo, ich. Warte, ich muss eine coole Pose machen, weil ich im Fernsehen bin. Die war nicht cool. Wie war das genau? Oh, es ist kacke. Wieso haben wir jetzt hier keine Leute mehr, die rumlaufen? Achso, ich bin im Offline-Modus, okay. So, lieber Vegeta, hast du was Neues für mich? Achso, niemand ist stärker, ja, bla bla. So. Ne, es sind einfach nur wahrscheinlich sehr wenig online, oder? Ne, die haben eine gelbe Schrift. Okay, es sind keine echten Leute. Es sind einfach nur Statuen von echten Leuten. Okay, ich verstehe. Wir gehen zu den Offline-Parallel-Quests. Ich glaube, da haben wir noch was offen. Hallo? Genau. Drei Völkerbund. Besiege Krillin, Piccolo und Vegeta. Okay. Ich habe nur B bekommen. Das habe ich noch gar nicht zu Ende gebracht. Naja, machen wir das hier erstmal. Noch nicht so großartig zum Spielen gekommen. Leider, leider, leider. Heute haben wir auch Donnerstag, ich nehme heute nur eine Folge auf. Morgen mache ich den Rest wieder. Und ich freue mich echt, ehrlich gesagt, auf so eine längere Session. Vorher werde ich noch ein bisschen mich quasi einspielen, indem ich die Mission wiederhole. Das wird schön, das wird schön. Wir nehmen übrigens heute mal... die Pflanzenmänner mit. Wieso nicht? Kann man ja mal machen, ne? Und ich hätte mal einen Timer starten sollen. Kleinen Moment, zum Glück habe ich mich erinnert. Da. Besiege Krillin, Piccolo und Vegeta. Vielleicht hätte ich nicht die Pflanzenmänner mitnehmen sollen, nachdem ich eine Woche nicht gespielt habe, aber gut. Ich rede schön. Das ist wie Fahrradfahren, Freunde. Ja, siehst du mal, das ist wie Fahrradfahren. Ey, jetzt, lass mich. Ja, das läuft. Das läuft, Freunde. Ich habe das Ganze ein bisschen leiser gestellt. Damit ihr mich besser verstehen könnt. Ich habe nämlich gemerkt, dass in den Kampfszenen alles sehr laut werden kann. Who the heck are you? No matter. Anyone who gets in my way will face my fury. Alter, verzieht euch doch mal. Schön das Kamehameha ins Gesicht gezogen. Durch die Nase gepfeffert. Nee, Moment, das ist Krillin, ne? Krillin hat keine Nase. Oh, jetzt komm, Vegeta, ich will nur auf Krillin drauf. Sehr schön. Okay, oh, jetzt kriegst du aufs Maul. Und weißt du was? Du kriegst deine eigene Attacke ins Gesicht. Okay, oder nicht? Oder nicht? Ach komm, jetzt lass mich doch deine eigene Attacke ins Gesicht schleudern. Bitte. Mag das doch so. Halt, das ist ja gar nicht. Ich habe seine Attacke gar nicht mehr drin. Und übrigens beim nächsten Mal, also morgen, werde ich bestimmt den Super Saiyan drauf haben. Da könnt ihr Drift Gift draufnehmen, ey. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich meine, der Kaioken ist natürlich cool, aber das kann halt jeder Charakter. Ganz ehrlich, das kann jeder Charakter. Und ich sollte mal ein bisschen besser spielen, habe ich so ein Gefühl. Und jetzt. Jetzt kriegst du mal richtig aufs Maul, mein Freund. Okay, wenn sie am Boden liegen, habe ich vergessen, nehmen sie ja keinen Schaden. Voll unfair. Das soll hier realistisch sein. Hm? Wie lange willst du auf dem Boden liegen? Hm? Ach, mein Pflanzenmann lebt wieder. Cool. Boah. Noch nerviger kannst du nicht werden. Okay, okay, jetzt komme ich aber runter. Ich verprügel dich hier unter Wasser. Ha! Hat er gedacht, hat er gedacht. So. Gehen wir mal zu Piccolo, der wird eigentlich bestimmt ein bisschen schwächer sein. Einfach mal in die Luft geschlagen, gar kein Problem. Okay, die Pflanzenmänner haben mir gerade die Tour vermasselt.
Wieso beherrscht die einfach so eine scheiß Breaker-Attacke? Ah, sauer. So, wir haben jetzt sowieso keine KI mehr. Ich hasse dich. Oh mein Gott. Ich verwandle mich gleich schon wieder zurück, weil dieser Arsch sich nicht treffen lässt, ey. Okay, ich wollte gerade schon ausweichen. Ich habe nämlich ein Gefühl gehabt, dass das machen wird. Auch ich möchte ihn mit dem Kamehameha fertig machen, aber währenddessen wir den Kaioken drauf haben, regenerieren wir keine KI. Das finde ich ein bisschen blöd gemacht. Aber naja. Warnung. I won't let a single one of you escape. Prepare yourselves. Was machst du denn hier? Kein Problem, den machen wir auch noch platt. Fighting a feudal battle. I see you enjoy leveling in futility. Okay, wehrst du dich jetzt nochmal? Oder bist du einfach nur scheiße? Oh Gott. Ich wollte mich noch wegporten, ne? Ich hab ihn getroffen. Was zum... I'm not sure I want you on my team, but so be it. Time to clear out the trash. Stop this nonsense. I am the greatest in the universe! Okay, 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 okay. Ich bin da mal weg, ne? War mir ein Vergnügen. Ach du Scheiße. Muss mich kurz verstecken oder so. Oh Gott, ich bin am Ende. Shit. Oh Gott, meine Pflanzenmänner kriegen alle aufs Maul. Ich kann nicht mehr fliegen, oder? Ich will nicht amüsieren, ich will weg hier. Ich habe nur noch Gegengift. Scheiße, ich habe nur noch Gegengift, ne? Ich bin so am Arsch. Aber die Pflanzenmänner können mich regenerieren, ne? Wenn ich sterbe. Was auch jetzt der Fall ist. Jawohl, Pflanzenmann. So, jetzt habe ich so viel Zeit verschwendet, ne? Lass mich heilen. Ach du Scheiße. Okay, lass mich nicht regenerieren. Ist ja gut. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Okay. Du willst also aufs Maul? Oder auch nicht? Boah, wie die durchdrehen. Wie die einfach durchdrehen. Holy shit. Hallo? Shit. Dreh mich wieder. Ach Gott. Okay, okay. Ich würde sagen, das ist verkackt. Ende, ja. Da stehen die einfach alle auf. Und sind dann auch über, in der Überzahl, weißt du? Ne, gar nicht. Die waren drei. Rang C. Wie Rang C? Ich habe das doch jetzt nicht beendet. Ich will das richtig beenden. Das ziehen wir jetzt nochmal durch. Was soll denn das? So, haben wir eigentlich noch Punkte? Nö. Was haben wir denn gerade bekommen? Hier anscheinend nichts. Hier auch nichts. Kampfanzug Freezer Saga. Oh. Gesundheit und KI-Explosion. Und hier bekommen wir Ausdauer, Grundangriff und... Oh, das ist natürlich viel geiler. Auch wenn die Handschuhe nicht ganz zu unserem Outfit passen. Naja. Ist ja Wumpe. Na gut, na gut. Okay, Freunde, wir müssen jemanden fertig machen. Und dieses Mal nehmen wir keine Pflanzenmänner mit. So, ich möchte gerne den Kram hier wiederholen. Und dieses Mal nehmen wir richtig gute Typen mit. Weil wenn die Typen wieder aufstehen, ist das ein bisschen schlecht.
Zumindest sollte es irgendwie jemand sein, der ein bisschen mehr aushält und mich dann wiederbeleben kann. Und ich wollte gerade sagen, wieso dauert der Ladebildschirm 1000 Jahre? So, wir nehmen mit Kid Goku und den Gott Goku, was weiß ich. Hast du nicht gesehen? Okay. Saiyans aren't the only ones. Ich bin eintrainiert. Das heißt, sie kriegen jetzt mal richtig aufs Maul. Hä? Piccolo? Wo kommst du denn her? Ja, ist. Okay, okay, Piccolo. Okay, okay. Okay. Ah. Du kriegst jetzt zuerst aufs Maul. Where's that power coming from? Alter Krillin, ist das dein Ernst? Wie die mich immer noch zusammenschlagen, das ist voll unfair. Das hier ist ein 3 vs 3, weißt du, und alle gehen auf mich. Ups. Alter, was zum... Ich wollte mich gerade verwandeln, Mann. Ach, du dreckiger Piccolo, ne? Ey, wie du mir auf den Sack gehst. Und vielleicht hätte ich mir ein paar Pillen mitnehmen sollen. Alter Piccolo, ne? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ey. Okay. You're in the way, so stay down. I'm kind of torn up, so no problem with that. Du kleine Nervensäge, du bist der nervigste von allen. Zum Glück lässt mich Vegeta in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach da. Das wollte ich gerade machen. Ach, komm schon. So, da kriegt der Piccolo richtig aufs Maul, weil er mich nicht in Ruhe lassen kann und ich treffe ihn gar nicht erst. Wie hat es überlebt? Oh, du kleine Nervensäge. Okay, ganz ist schon viel einfacher. Ups. Wie ausgewichen ist. Oh Gott. Okay, verwandeln wir uns mal kurz. Vielleicht hätten wir vorher ein bisschen KI aufbauen sollen. Hör was zum... Ich hasse es, die Kamera ist manchmal echt so verwirrend. Okay, ich würde am liebsten Kamehameha machen, um mich fertig zu machen, aber es geht leider nicht. So, jetzt kommt Freezer. I will end this with my own hands. Vielleicht solltest du erst mal den Mund bewegen. Ach ja, ich habe keine KI möglich. Und ich verwandelt bin. Ach, komm. I see you enjoy reveling, you villain. So, erstmal schön das Kamehameha ins Gesicht. Gleich doppelt. Okay, jetzt kommt der Spinner. Ich finde ihn. Sure, I want you on my team, but so be it. Time to clear out the trash. Stop with this nonsense. I'm the greatest in the universe! Ich find's ja herrlich, dass... Oh Gott, sind sie schon wieder alle hinter mir her, oder was? Dass währenddessen sie noch reden, der Kampf einfach weitergeht und ich zusammengeschlagen werde. Ja, ich bin den ganzen Kram ausgewichen. Okay, dem vielleicht nicht, aber dem anderen. Ah ja, das zeckt, mein Freund, das zeckt immer schön ins Gesicht. Oh Gott, ich muss hier weg.
Oh. Wie ich die Leute hasse. Wie ich sie einfach hasse. Komm, steh auf, du Arsch. Okay, ich hab's versucht. Na komm, komm. Ach cool. Freezer ist gestorben. Okay, Piccolo. Du bist wieder der Arsch hier. Der Spielverderber sozusagen. Oh, ich hab das Kamehameha von Son Goku verkackt. War ja klar, geh auf mich. Du bist ja nur einmal der Super Saiyan Gott und der kleine Goku. Aber geh auf den Schwächsten. Wobei, das ergibt eigentlich Sinn. Leider gibt es Sinn, ja. Ich meine, ich bin natürlich stärker als die beiden. Warum geht ihr denn auf mich? Ist doch ganz klar. Du musst doch zuerst auf die Schwachen gehen. So. Easy. You've got some pretty good moves there. Ah. You may actually be worth Ach, training. Das wäre ja wohl mehr als ein A. Level up. Kampfanzug Krillin und Kampfanzug Freezer Saga. Diesmal haben wir das Oberteil bekommen. Diesmal achte ich auch drauf, was wir bekommen haben. Gut. Dann schauen wir doch mal nach, ne? Kampfanzug Krillin. Wollen wir lieber Ausdauer haben oder Ki, Chi? Ich versuche einfach jetzt mal Chi zu sagen. Halt, was tragen wir momentan? Die Muten Roshi, genau, Gesundheit. Gesundheit wird überbewertet. Man braucht einfach fetten Damage. Und dann gibt man den Leuten richtig ins Gesicht. Und wenn man sie fertig macht, dann braucht man kein Leben. Ist halt so. Wo war das jetzt? Freezer Saga da. Entweder oder. Vor allem mit dem Schildkrückenpanzer auf dem Rücken. Also so sehen wir mehr wie Vegeta aus. Ach stimmt, Vegeta hat gleich diese Flügel an den Seiten, ne? Und sein Bauch hat auch nicht diese runde Form. Diesen Sixpack. Somit irgendwie so ein Six-Dreieck. Na gut, Ausdauer oder KI? Es ist so eine schwere Frage. Ich meine, mit der Ausdauer sind wir länger im Kaioken bzw. im Super Saiyan. Und mit der Chi haben wir mehr Möglichkeiten, mehr Attacken einzusetzen. Ich glaube, wir nehmen den von Krillin. Sieht zwar ein bisschen scheiße aus im Endeffekt, aber naja. Was soll's. So, da muss ich aber auch den Scouter wieder anziehen, wobei ich den Bart echt cool finde. Aber, oh Gott, sieht das kacke aus mit der Hose. Aber egal, wir wollen uns ja anpassen, ne? Aber ich habe gedacht, ich muss so ein Ding nicht mehr tragen. Na gut. Ausnahmsweise, wir sind ja hier nicht beim Model Contest. Gut, dann kümmern wir uns um den nächsten Einsatz. Ich denke mal, A ist schon in Ordnung. Das kann man auf jeden Fall besser machen, aber gut. B, das ist ein bisschen traurig. Legendärer Super Saiyajin. Hier bekommen wir den Super Saiyajin, ne? Ah, genau deswegen habe ich nicht gespielt. Ah, weil ich das hier erstmal fertig machen wollte. Jetzt bin ich wütend. Ich muss Guru beschützen und ich bin ein Saiyajin von der Erde. Ja, das können wir alles bekommen. Und ich mache das jetzt extra nochmal, damit wir auch ein bisschen überziehen. Weil ich Super Saiyajin werden will. Und ich werde nämlich morgen vor der Aufnahme noch ein bisschen daddeln. Und quasi den Super Saiyajin für uns ergattern, falls wir ihn nicht gerade glücklicherweise bekommen. Wer weiß, man könnte vielleicht Glück haben. So, wir nehmen das hier mit. Wir nehmen mal diesen. Wir machen mal so einen Freezer-Kampf. Mein kleinen Freezer-Kampf, ne?
Besiege Son Goku und Krillin. Okay, das dürfte eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Hey, du bist nicht Son Goku und Krillin. Don't get in my way. Now, let's begin. So, erstmal vom Pico distanzieren. Okay, Kleiner. Ich habe leider kein Kamehameha. Schade. Scheiß drauf. Schlagen einfach nur zusammen, den kleinen Bengel. Obwohl, ich finde ja, Son Gohan ist eigentlich der coolste Charakter aus Dragon Ball. Nur nicht der Kleine. Der Kleine ist irgendwie dumm. Ich mag es viel mehr, wenn er der Teenager ist. Beziehungsweise der Heranwachsende. Alter, ich bin ausgewichen. Ja, triffst du mich trotzdem. Oh, raffiniert. Er hat sich hinter dem Stein versteckt. Das soll ich mir merken. Na komm, Kleiner. Jetzt gib auf. Okay. Ich hab's nicht mehr geschafft, ein Loch in den Boden zu reißen. Bin ich schlecht. Das ist nicht nett. Hat das überhaupt Schaden gemacht? So, wollen wir ein bisschen gewalttätiger werden, ne? Hurry it up! This is just irritating! Das auch noch. War ja klar, ich komme angerast, weißt du, und er macht seinen scheiß Breaker. Oh Gott, du musst hier weg. Ah, zu spät. Ich stand schon mittendrin. Na komm. Ha, ausgewichen. Ich weiß nicht, wieso ich immer denselben Move mache. Hab ich gar nicht vor. Aber irgendwie kommt jedes Mal dasselbe Move raus. Oh, ich hab Piccolo getroffen. Wie cool ist das denn? Ach du Scheiße, jetzt lass mich doch mal. Au. Kannst du mal aufhören damit? Dankeschön. Hat ja ewig gedauert. Wieso habe ich die erste Form von Freezer dabei? Ich hatte auch den Gold-Freezer dabei. Ach cool, ich habe einfach noch einen Freezer geschenkt bekommen. Ach komm, leck mich doch, du deine scheiß Fähigkeiten. Recke, du Arsch. Wieso lebt der, dieser Typ überhaupt noch? Ist überhaupt. Ich hasse euch. Erstmal schön mitten ins Gesicht. Ich hasse diese Dinger. Okay, warten. Jawoll, das hat gezeckt. Okay, aber er ist tot. Und er ist weg. Neuer Feind. Sorry, I'm late, guys. Frieza! I will defeat you! I'll kill every little Saiyan remaining. I'll take care of the rest. For the sake of the Saiyans. And the Namekians. And all the countless, helpless people you mercilessly killed! We're done for! Was zum Teufel war das? Och, ist das... Oh, warum? Warum kann das jeder? Ist wahrscheinlich das sehr wichtig. Nur ich hab das nicht. Ich bin die ganze Zeit in dieser Form, ne? Und ich frage mich, warum regeneriere ich mich nicht? Oh Gott. Ah, hab ich dich verarscht. Wo willst du hin? Oh
Komm her, jetzt mach ich die kaputt, ich sag's dir. Ich meine die kaputt, du bist der. Oh Gott, nein, 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 nein. Wie hat er mich denn getroffen? Losgewichen. Mann. Der und sein Scheiß kann mich haben, ne? Scheiße, er wird sich verwandeln. Er wird sich doch in einen Super Saiyan verwandeln, ne? Okay, diesmal habe ich mich versteckt. Sehr schön. Schlagen wir ihn nochmal kurz zusammen. Wir warten, bis unsere KI sich füllt. Und ich verbrauche jetzt die erste Fähigkeit gleich. Aber er ist gleich tot. So, jetzt warten wir mal, bis die KI voll ist. Ha! Geschafft. Ich dachte, der verwandelt sich noch. Müsste er eigentlich, wenn man hier die Super Saiyan-Form bekommt, ne? Das könnte an diesem B liegen, denn wenn man B bekommt, geht es nicht weiter. Es geht erst ab A weiter. Na gut. Mischkapsel M. Ausgewählte Fähigkeit. Psycho-Move. Ja gut, Freunde, das haben wir leider verkackt. Ich hätte gerne noch gegen die Super Saiyan gekämpft, aber es ist nicht möglich. Und ich guck mal, wie es mit der Maus ist. Guck mal, ich laufe jetzt mit der Maus und mit der Tastatur. Wie das wohl beim Kämpfen ist mit Maus und Tastatur, das stelle ich mir echt schwer vor. Vor allem überhaupt den Blickwinkel mit der Maus zu behalten. Und nur mit einer Hand Moves zu machen. Mit der linken. Normalerweise schlage ich mit der rechten. Naja, Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und da werde ich dann den Super Saiyan haben, würde ich sagen, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.